Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike. Wir spielen Octopath Traveler 2 weiter. Ja, wir sind in der Westgrabler Wildnis angekommen. Wir wollen da Richtung, wie hieß das, Kaff Grabel weiter, um die Quest vom Gelehrten abzuschließen. Das letzte Kapitel, glaube ich. Hier gibt es auch eine Menge Kisten, die wir auf jeden Fall nicht stehen lassen werden. Wir sind durch Zufall beim letzten Mal hier unten reingeschlittert in die Elfenbeinschlucht. Da gibt es sicherlich einige gute Items, davon bin ich überzeugt. Aber nicht mit der Truppe. Und nicht in dem Zustand. Ja, nicht mit den Fähigkeiten, die haben. So, wir haben hier einen neuen Gegner. Das ist eine Flamme. Das war klar. Der ist auf Frost natürlich anfällig. Er könnte auf Schatten noch anfällig sein. Das ist nur eine Vermutung. Auch wir versuchen hier wieder, verwirrende Anmut viermal zu spielen. Vielleicht haben wir mal Glück, dass es mal, weiß nicht, hundertfache Erfahrung oder so ist. Dann werden die gleich noch umgeboxt. FPS wurden wieder hergestellt. Gut. 10.000 Blätter. Gar nicht schlecht. Wir können nicht mehr sprechen. Großartig. Und das Flüstern des Todes. Okay, wir haben alle das Flüstern des Todes überlebt. Sehe ich das richtig? Das Patizio hat es erwischt. Und der hat aber, glaube ich, das Immundings. Jetzt sehe ich es gerade erst. Ich habe hier Immunität und trotzdem ist er verstummt worden. Also das bringt so gar nichts. Verdammt. Ja, wir werden hier... Doch, ich muss irgendwas machen, um die Verstummung wegzukriegen. Das ist jetzt nicht optimal. Ich kann ja sonst keine Schilde brechen. Klarheit. Verwirrung ist es nicht. Schreikraut, um Verstummung zu lösen. Wer braucht Verstummung? Ich würde mal sagen, der Heiler auf jeden Fall. Okay. Feuerschuss auf Ochette. Okay, der Heiler kann widersprechen. Das ist wichtig. Ja, wir... gehen hier weiter mit Schreikraut nochmal. Der nächste, der es kriegt, ist der Oswald. Der ist auch wichtig, der macht Gruppenschaden Eis. Das wäre nicht schlecht, die anderen beiden sind verschmerzbar. So, wir machen hier Heilung. Erstmal Heilung. Kleriker, Gruppenheilung, Gruppenheilung. Passt schon. So, Oswald kann jetzt ja mal rausfinden, wo die Schwäche liegt. Vielleicht hilft das ja. Analyse. Wie viel Leben habt ihr? 4500 Leben. Schatten und Kälte. Okay. Ich könnte versuchen, wenn ich mit Dochette die Möglichkeit hätte, herauszufinden. Das hast du toll gemacht. Patizio, hast du echt toll gemacht. Ja, kaum ein Speer drauf. Was soll ich jetzt? Kann sie theoretisch Bestien wissen? Sie kann ja fangen auch. Und man kann die fangen. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das geht nur bei Tieren. In was soll ich die verarbeiten? In Asche? Okay, muss man nicht verstehen, glaube ich. Passt schon, wir pieksen mal drauf und jede Runde geht wenigstens ein Schild weg. Wunden heilen brauchen wir jetzt so eigentlich nicht machen. Heilende Hand, würde ich sagen, auf Ochette. Wäre auch schön, wenn sie eins heilen macht, dass sie die ganzen Debuffs entfernt gleichzeitig. Das wär's. Supernova. Ist überschaubar der Schaden. Ich meine, er könnte es noch mal riskieren mit der Anmut. Ich meine, es ist sowieso ziemlich ein bescheidener Kampf. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, ne? Verwirrende Anmut. Riskieren wir es noch mal viermal, verwirrende Anmut. Lass mal positiv sein doch bitte. 10.000 Blätter noch mal für uns. DP ist wieder hergestellt. Ein Pluspunkt. Wir werden beschützt und ein Monster taucht auf, der die Unioner schießt. Jawohl. Okay. Kampf gewonnen, aber ich hätte die gerne mitgenommen. Einen davon zum Probieren. Macht nix. Okay, 200 Lernpunkte nur, sag ich erstmal. Gut, aber wir kämpfen uns langsam sicher nach oben. Ich muss hier irgendwie nach oben kommen. Nach hinten. Okay, es geht sicher hier links auf der Klippe nach hinten. Blitzschlag wäre hier, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Wir könnten... Kann ich nicht. Nein, ich habe keinen Speer und ich habe keinen Bogen. Aber das könnte Kasti, sage ich, das könnte Ochette lösen mit 3 Angriffen. Vielleicht sogar 4 Angriffen. Ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Ja, mal schauen, ob das geht. Okay, also ich kann jetzt so nicht viel machen. Wir machen es jetzt an zum Rundumschlag. Ich meine, ich könnte mit dem Stab einen... Das ist gut. Ich kann mit Stab einen abschwächen. Den hier zum Beispiel. Das ist sehr gut.
So, jetzt kann sie mit einer Punkt Verstärkung, könnte sie den Jäger spielen, in schwarze. Einmal. Zweimal. Kannst du noch einen dazu setzen? Nee, kannst du nicht. Der braucht auf jeden Fall einen. Der soll auf einen runter. Und der soll auf einen runter. Okay. Das heißt, ich könnte das geschickt lösen. Könnte ich jetzt einen wahrscheinlich stunnen. Dolch. Wenn ich jetzt den Tänzer spiele, Panzerdolche, dann brechen schon mal fast alle weg hier. Puff, okay. Jetzt kommt nämlich er noch dran. Er spielt den Blitz und damit sind alle gestunt. So, wir haben das ohne Schaden zu kriegen so weggemacht. So, und nächste Runde versuchen wir hier volle Kanne drauf zu sammeln. So, schön. Wir verwenden zwei Punkte hier. Apothekerfähigkeiten unbedingt, würde ich sagen. Und in zwei auf alle. Damit sind die ersten drei schon mal über den Jordan katapultiert. Händler, du machst den Glückspfeil, auf das ist auch anfällig. 1800 heißt 40 Lernpunkte mehr. Mehr Punkte kannst du gerade nicht. Bestem Wissen. Kannst du den einfangen? 100% Chance. Passt. Hühnchen. Gegrilltes Hühnchen. Ja. Wen gehen wir denn weg? Grausiger Jungvogel. Also ich würde die mit den starken Wertungen lassen. Wir tun den grausigen Jungvogel weg. Große spirituelle Heilung wäre das. Dafür haben wir Heiler mit. Ja, passt schon. Weg damit. 6000 Lernpunkte. Alles gut. Alles prima. So muss das. So, ich möchte hier gerne ein Monster prüfen. Wir könnten den Maulwurfskönig rausschmeißen. Zubereiten. Yep. Ach, der ist halt super schwach. Grausiger Jungvogel muss weg. Ja. Ja, die sind okay. Die sind volle Stärke hier. Passt schon. So, wir versuchen irgendwie nach links, nach unten zu kommen. Ja, hier geht's runter. Hier geht's zur Kiste. Die ist Gold. Die dürfte wichtig sein. Come on, come on. Wir haben hier Händler. Wir versuchen es mal wieder. Tänzer. Lass es einmal nicht scheiße sein, bitte. Ah, und Sweet Gaming hier. FP wiederhergestellt. Ist wie so, wenn man so Glücksspiel im Internet anschaut. Ein bisschen Gesundheit wiederhergestellt. Und ein Monster taucht auf, der die über den Jordan schießt, oder? Bam, nichts, was wir ja, killen in der ersten Runde. Das war wohl eine Übermacht. Ne, Beherrschung war das. Okay, zwei Level-Ups für Chat und Oswald. Super. 2700. Oswald braucht, glaube ich, noch 5000 für die nächste Fähigkeit. Okay, ausnahmsweise mal nicht so dumm gelaufen. So, die Kiste möchte ich haben. Tiefschlafkraut. Ich glaube, das brauche ich ab und an für extrem starke Gegner, um die auszunocken. Kate! 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 Alarm! Alarm! Nein, ich wurde überrascht! Lass uns nicht sofort flüchten, bitte. Bitte nicht sofort flüchten. Wachsamkeit. Okay, Kate kommt sofort am Anfang der nächsten Runde dran. Gut, bitte nicht flüchten. Nicht flüchten. Blätterwurf. Okay, was war das? Kostet mir das Geld? Nee. Okay, wir versuchen das Ding irgendwie mit allen Punkten, die zur Verfügung steht. Verstärkt einen Angriff auf ein Magieziel. Wir machen Feuer. Das ist das Einzige, mit dem er garantiert trifft. Das ist Magie. 8 Punkte Schaden. Okay, wir versuchen. Wahrscheinlich auf Bogen wird auch anfällig sein, wenn ich ihn treffe, aber der weicht verdammt gut aus. Händler. Ich könnte Glut spielen oder ich könnte Wind spielen. Wirbelwind. Gehen wir auf Wirbelwind drauf. Come on. Ein Punkt nur Schaden, das war zu wenig. Die haben nicht viel Leben. Die haben super wenig Leben. Okay, Cassie kommt noch zweimal dran. Urgewalt. Auf alle Gegner einen starken Angriff. Versuch mal hier auf ein Ziel ein extrem starker physischer Schaden. Hoffentlich schlägst du nicht daneben. Was machst du denn? An ihn geschlagen, verdammt! Ach komm, ey. Vielleicht klappt ihr Licht. Mystischer Stab, könnte ich noch probieren. Cassie kommt zweimal dran. Das wäre ein doppelter Stabangriff. Zweimal vorbeigeschlagen. Nein, ich krieg die Krise. Ah! Endlich ist meine Kate da und dann treffe ich's nicht. Ah. Mach Lumineszenz. Ich glaube, das Ding jetzt verpufft.
Heiliges Licht. 8 Punkte Schaden. Ich hätte es gleich mit Licht machen sollen. Wachsamkeit? Ja, bleib doch darunter da. Cool. Draufgehen. Händler. Feuer, Glut auf den. Mein kaputt. Ein Schaden. Ach komm, Leute. Ich hätte ein Partizio hat seine Fähigkeit voll gehabt. Für 5 Punkte. Nein. Bisschen Wissen. Richtig fangen. 2% Chance. Das ist nicht so optimal. Provozieren. Akala kann alles sein. Gargantua-Klaue. Kann ich den definieren? Wahrscheinlich nicht, auf was er losgehen soll. Versuchen Bogen. Auf das sind nicht anfällig. Das war so klar. Elementares Kreuzfeuer. Verschiedene. Das bringt uns wahrscheinlich nichts. Da leeren. Nein, wir haben es verkackt. Also ich habe es verkackt, nicht hier. Gifthieb. Ich hätte gleich Gifthieb machen müssen auf den. Verdammt, am Anfang gleich. Vorbei. Also ich war vergiftet worden. So, ich glaube, er verpufft jetzt, oder? Oh mein Gott, Oswald kriegt eins auf die Mütze. Das hat jetzt alles keine Priorität und er macht Blätterwurf. Okay, er ist auch nicht ganz weg. Kast ist die einzige, die richtig Schaden macht hier. Bestienwissen. Fangen. 13% Chance, die mollige Kate einzufangen. Zählt, dass es besiegt, wenn ich ihn einfange. Mach mal Axt. Wir machen 2 Axtangriffe, ne? 2 Unternehmen geschlagen. Ach komm. Vielleicht habe ich ja Glück und kann ihn ein bisschen runterschlagen, ohne dass der gleich hier in Panik ausbricht. Optionen in 2. Ja, mach mal auf alle. Ne, macht keinen Sinn. Und ich ignoriere gerade vollständig, dass die paar Leute fast kein Leben mehr haben. Rochette und so. Was ignoriere ich jetzt? Angehörte Hilfe. 50.000 fremdländische Assassinen auf alle. Komm, kurz muss reichen. Ja. Was hat der? 52 Leben gehabt. Bam, 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 bam. Okay, das war es auf jeden Fall wert. Passt. 56.000 Kohle bekommen. Also ich habe quasi, wenn er mir Geld geschmissen hat, habe ich Geld bekommen. Sehr geil. Heldraube M. Ah, Mike gefällt das. Ah, schön. Wo sind denn hin? Nach links. Ja, endlich mal eine Kate. Und das in der Nacht auch noch. Super. Großartig. Ah, jeder drückt jetzt einen Daumen hoch, der jetzt den Kampf mitgeguckt hat. Das ist schön, wenn man hier nicht immer so Stress hat, sondern sagt, okay, man macht's einfach, man spielt das locker so dahin und was halt kommt, ne? Ich finde das toll. So, alle haben quasi jetzt mit der Vollmine, weil alle ein Level up hatten. Oh, ich bin voll aufgeregnet. Wir versuchen einfach mal verwirrende Anmoper wieder. Komm, mach dich nicht ganz peinlich. Einmal. Gesundheit restaurieren. Einmal. Keine Items mehr. Einmal. Sprachlos ist super schlecht. Und einmal 1000 Blätter. Das ist nicht optimal. Das kann ich keine Items benutzen und ich bin sprachlos und ich kann es auch nicht wegnehmen. Okay. Ja, die sind zum Glück eh auf Waffen anfällig. Großteils. Hau rein. Passt schon, ist schwach drauf. Sie macht auch hier Doppelaxtangriff. Okay. Ja, wir hauen einfach normal drauf. Versuchen wir einen nach anderen wegzumachen. Okay, wir sind weiterhin sprachlos. Habe ich Axt hier bei ihm? Ne, habe ich nicht. Bogen und Speer. Versuchen wir alles, was geht, hier in Speer reinzusetzen. Vielleicht reicht es ja irgendwie. Was hast du? Du hättest Axt. Wäre noch besser. Axt macht mehr Schaden. Ich kann es drauf anlegen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Leben das Ding noch hat. Aber vielleicht kann ich es einfangen. Einfangen kann ich auch, wenn ich sprachlos bin. Hoffe ich. Bestienwissen, fangen, 100%, okay. Okay, ich kann es selbst ohne irgendeine Verstärkung einfangen, das passt. Sehr gut. So, wir versuchen den noch weiter runter zu pieksen, was nicht geht. Wir schlagen einfach weiter drauf. Ich habe jetzt auch keine Heilung mehr. Gut, hätte ich schon. Nee, habe ich nicht. Heilerpräparate geht ja nicht, ich habe keine Items. Leute. Passt schon. Mach den noch auf Stun hier. Fangen geht jetzt aktuell nicht.
Rochette hat 3 Punkte, das wäre in Ordnung. So, sie kann nächste Runde auf jeden Fall versuchen, ihn zu einzufangen. So, wir machen das jetzt mal vorsichtig, auch wenn wir jetzt die Fähigkeiten frei haben. Händler, Glückspfeil, ohne Verstärkung. Es gibt ein bisschen Lernpunkte, das passt. Mach du mal Verteidigung und du machst Verstärkung, Bestienwissen fangen, 80% Chance, ja. Es hat gereicht, passt, super. Ganz gut gelaufen. Bin mir immer nicht sicher, ob ich da wirklich Vorteile draus ziehe, wenn ich die einfange. Also außer, dass ich jetzt sich trennen? Also Monster. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob das einen Effekt hat, also auf Effekt auf Erfahrung und auf Lernpunkte, wenn ich die einfange, ob ich da wirklich Erfahrung dafür kriege. Ich bin mir da echt unschlüssig. Ein Killer-Chamäleon. Ich würde die Schreckenschwinge gern wegmachen. Tödlicher Wind. Okay, die Schreckenschwinge kann weg. Das wäre aber ein Luftangriff auf alle. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Der hier macht Gargantua, glaube ich, das ist ein Ziel. Der dürfte recht stark sein, aber nur ein Ziel. Machen wir den mal weg, nur weil er so viele Sterne hat, heißt das nicht, dass der wirklich besser ist. Der hat auch die Garantur-Gläu, kommt auch weg. Passt, danke. Blutbulle hat vernichtender Ansturm, den kann man auch weggeben, glaube ich. Das ist nicht so der Brüller. Wind auf alle und der hier macht großer fähiger Dolchangriff. Ne, Schwertangriff ist das, oder? Ein Schwertangriff auf alle. Deftiges Deck. Lass mal. Schwertangriff auf alle, Luftangriff auf alle. Das ist nicht schlecht. Glas ist hat Wind und Frost. Feuer, glaube ich. Der Blitz. Und der hat Feuer und Stab. Okay. Alles gut. Akta kann ich ja nicht opfern. Ich weiß nicht, ich habe Akta noch nie so richtig irgendwie, weiß ich, vielleicht falsch gespielt oder so, aber ja. Akta ist jetzt nicht so der Brüller. Alles wird gut, alles wird gut. So, wir versuchen hier weiterzumachen wie bisher. Wir machen mal Kleriker, mal alle hochheilen. Das muss auch mal gemacht werden. So, ich würde hier gerne versuchen. Wir haben doch einen doppelten Axtangriff. Das kann man versuchen. Das am besten nutzen auf das Chamäleon, wenn wir nicht daneben schlagen. Okay, jetzt könnten wir mit dem Bogen. Ne, machen wir nicht. Wir machen wieder Anmut. Lass uns mal nicht scheiße sein, ha? Latente Kräfte aufgefüllt. BP ist wieder hergestellt. Dann. Sprachlos und FPs auf 0 verringert, aber nur für Patizio, das ist egal. Okay, passt schon. Alles gut. Er kann Rast machen, voll verstärkt, ist wieder voll mit FP. Passt schon, alles senkrecht hier, alles senkrecht. Versuchen wir den zu stunnen. Auf Bruch, sehr gut. Ich versuche die nächste Runde dann zu holen. Wir können halt jetzt, doch, wir können heilen über die Blätter. Wieso darf ich die Rast nicht machen? Die wäre doch... Oh Mann. Nicht so optimal. Versuch mal hier. Der kommt nächste Runde wieder dran. Ja, mach Bogen. Was soll der Geiz denn? Passt schon. So, viermal. Der leuchtet schon rot. Sie versucht. Kann ich den schon einfangen? 88. Mach mal hier noch einen dazu. 100. Passt. Garantiert einfangen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen auch hier wieder Axtangriff, oder? Ein Stab wäre besser. Machen wir Stab. Einen stunnen wir gleich mal. Stun. Vielleicht können wir nächste Runde mit Oshette gleich wieder einfangen. Passt schon. Ich versuche mal Oshette ein bisschen mit den Viechern hier zu verbessern. 81. Machen wir einfach mal. Hessen. Das wäre eine Heilungsfähigkeit. Das wäre vielleicht nicht schlecht, einen davon mitzuhaben. Der macht hier Stun. Pack, pack. Dankeschön. Nächste Runde können wir wieder sprechen. Mach einen Piekser. Du haust drauf. Hast schon einen Stab. Händler, Glückspfeil geht nicht, aber Rast kann er machen. Das wäre wichtig. So, er hat 50 FPs. Gar nicht so dumm. Draufschlagen, draufschlagen, draufschlagen. Er hat es auch überlebt. Leuchtet rot. Kann ich dich einfangen? Jawohl. So, wie viel Erfahrung hat mir das jetzt gebracht? Ihr bist alle eingefangen, ne? Macht das einen Unterschied? Ne, macht keinen. Ich krieg, glaube ich, die gleiche Erfahrung, die gleichen Lernpunkte. Glaub ich. Also 800, 300. Guck mal auf den nächsten Kampf, was da ist. Aber ich denke, das sollte hinkommen. Oh, eine rote Kiste. Unbedingt Benz. Benz. Sternenspalter. Hey, warte mal.
Ausrüstung. Ich kann neue Fähigkeiten erlernen. Hier, 5000. Totes Wohltätigkeit erlernen. Dankeschön. So, Hilfsfähigkeiten. Hier mal durchziehen, dass es weg ist. So, Ausrüstung. Schwerter. Sie hat das Flammenritter-Schwert. Optimiere. Das ist immer noch besser. Und ich mache kurz Pause. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung, beziehungsweise für den Sprung hier. Ja, die Arbeit bleibt natürlich stehen, wenn man selbstständig ist. Gut, die Kiste bekommen. Ich wollte eigentlich erst noch schauen bei der Ausrüstung. Darum war ich auch hier drin. Ob irgendjemand mit diesem Schwert was hätte anfangen können. Aber wir haben nur einen, der Schwert hat. Also nur die Jägerin. Okay. Vergiss es. Schade. Ein Oktopus. Ja. So, versuchen wir mal, wenn wir jetzt hier nicht angreifen, sondern sagen, wir fangen mal an mit Kleriker. Mystischer Stab. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, auf was der anfällig ist. Er kommt immer am Anfang dran. Können wir vielleicht abschwächen? Lumineszenz. Ich glaube nicht, dass der auf Magie anfällig ist, aber ich müsste ihn da mit dem Dingens, mit Oswald einmal ausquetschen, was seine Schwächen sind. Kann ich ihn irgendwie verlangsamen? Behandlung? Wir machen das mal so. Wir machen hier... Ich werde es mal riskieren. Ich mache mir nur Schwäche gegen Gift. Das ist nur ein Debuff. Mehr nicht. Es sieht kein Leben weh. Okay. Der ist 4 Runden lang geschwächt. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Oder Ballastwurf. Vielleicht kann man jetzt Steine bekommen oder so. Im Inventar, das ist möglich. So. Tänzer. Kann ich ihn irgendwie schwächen? Weißt du was? Angeheuerte Hilfe. Fremdländische Assassine. Ich hoffe, dass das reicht. Get to work. Okay, es hat gereicht. Warum kann ich lang rumtun? Perfekt. Bam, 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 bam. Ja, das macht Sinn. Patizio, 10.000 Lernpunkte. 13.000 Orchette und 4.400 Oswald. Das ist extrem viel, wenn man da reinkriegt. 3.385 Lernpunkte. Alter Schwede. 2.900 Erfahrung und eine nahrhafte Nuss, die uns wieder irgendwelche Fähigkeitspunkte erhöht. Das ist super. Wow, das ist natürlich jetzt super geil. Fähigkeiten, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall... Ich würde es gerne mal umbauen. Du hast ja schon alle Punkte vergeben. 13.000. Gib mir mal Laufbahnübersicht. Was kannst du denn noch lernen? 0? 3.000. Sie könnt die verwirrende Anmut noch lernen beim Tänzer. Nehmen wir sie all Teachers Dingens doch mit. Passt schon. Hier haben wir noch angeheuerte Hilfe. Nehmen wir die Drohne einfach mal weg. So, angeheuerte Hilfe. Kann ich noch was anderes lernen hier? 1000. Vom Dieb. Fledermausfessel. Bisschen Angriff reduzieren. Wäre vielleicht sinnvoller, falls wir mal den Dieb geben. So, der Rest sind jetzt nur noch die 3000er Fähigkeiten. Sehr gut. Er hat jetzt 10.000. Was kannst du noch lernen? Hier wiederbeleben. Nimm das einfach Kasti weg. Ist egal gerade. Wiederbeleben. So, Rächerklinge hier auch nochmal. 3000. So, damit hat er auch die letzte Fähigkeit des Krieges bekommen. Hier nochmal 3000 Magiestärkung erhalten. Super. Und hier haben wir nochmal 1000 für den Jäger. Tellereisen. Fehlt nur noch der eine Jägerskill hier. Und er kann sicherlich auch noch was brauchen hier. 500 Punkte passt schon. Hier zielen und Tellereisen. Sehr gut. 0, 0, 0, 0, 5000, 1000. Könnte ich hier noch bekommen, heiliges Schild. Passt schon, wenn er mal den Heiler machen sollte. 500 hier, starke Mauer durch den Kirisha. Ah, der kann nochmal aufstacheln lernen. Super, passt. So, jetzt haben wir ein paar neue Fähigkeiten bekommen. So, das, so stelle ich mir das vor. Das ist ideal. So, sie macht auf jeden Fall wieder den Kleriker. Das war hier. Sie macht wieder den Krieger. Auch wenn das irgendwie gar nicht so effektiv ist, wie ich gedacht hatte. Oswald das wegnehmen. Er macht hier den Tänzer. Und er hier kriegt den Apotheker. Alles gut. So, wir werden unsere Ausrüstung wieder optimieren. Flammenritterschwert wieder passt schon. Hyperion, Kunst des Brechens, Quarze Axt. Okay. So, wir werden langsam besser. Noch nicht optimal, aber ich denke mal, dass wir jetzt die Stufen schon ganz schön aufgeholt haben. Können wir die Schwächern wieder reinpacken in die Gruppe dann?
Ja, genau. Weiter geht's. Super, das gefällt mir, dass das so gut funktioniert hier. Fähigkeiten, ja. Hilfsfähigkeiten ausrüsten. Da müsste jetzt auch schon sehr viel mehr hier haben. Ja, hat ganz gut funktioniert. Bin ich guter Dinge. So, wir gehen zurück. Da steht einer auf der Klippe. Das können wir schon im ersten Teil. Die wollen immer runterspringen bei so Klippen. Ah, das Leben ist vorbei. Okay, den kann ich vielleicht einfangen. Irgendwie, nachdem ich ein bisschen geschwächt habe. Jäger Blitzschlag. Bringt uns halt nicht viel. Machen wir mal 6 Standardangriffe, bringen uns auch nicht viel. Bannhieb auch nicht. Machen wir die Rächerklinge. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn sie Schaden kriegt, dann wird sie zurückschlagen. Wenn sie den Schaden kriegt. Vorausgesetzt. Wir versuchen hier den Tänzer zu spielen mit verwirrende Anmut. 4-mal bitte. Yeah, groovy. Ein Blitzschlag trifft den Feind. Hat nicht viel gebracht. Dann FPS wiederherstellen. Okay. Der Boden explodiert bei uns. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Und Sprachlosigkeit. Das ist sowas von klar. Und genau jetzt, wo wir jetzt die Magie brauchen würden. Ach komm. Egal. Knüppel drauf. Versuch's irgendwie so durchzubrechen. Ich kann Heldenpräparate spielen. Ich könnte sagen, ich nehme läuterndes Blatt. Hebt negative Statuseffekte auf. Einmal. Dann könnte ich sagen, Heilung brauchen wir eigentlich nicht. Stärkungsserum verstärkt Effekte und streue den Effekt. Ja, machen wir das mal. So, damit müssten wir widersprechen können. Was, denke ich, gar nicht so verkehrt war jetzt. Gelehrter, wir machen Frostschaden. Alles prima. Partecio. So. Verwirrte Ammo können wir uns erstmal sparen, glaube ich. Nicht so der Bringer. Tänzer, er ist weder auf Luft noch auf Feuer anfällig. Das heißt, wir werden einfach drauf pieksen. Und ich kann auch Händler machen, Glückspfeil. Ein bisschen Lernpunkte noch generieren, aber es gar nicht so viel ist. Sinnvoller wäre es, wirklich auf die Kates zu gehen. So, Rächerklinge ist jetzt nicht so der Bringer. Beste ein bisschen fangen. 8%. Kann ich auf 14% im relativ viel leben? Ja, da würde ich sagen, wir rufen. Ne, wir machen Beste ein bisschen provozieren. Auf irgendwen Akala. Vielleicht hast du ja einmal da Schaden drauf. Ne, hast du nicht. Oder doch? Hat das jetzt was abgeschlagen von dem? Ich weiß gar nicht. Kleriker, Heilung. Achso, ne. Doch, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Wir machen ganz gut Schaden. Alles gut, alles senkrecht. So, das Leben steigt auch bei den Leuten schon langsam an. Die meisten über 3000, also zwei über 3000. Einer kurz davor. Oh, Killer. Killer Chameleon. Ne, 8%. 17% nur, das bringt's auch nicht. Ja, du machst einfach mal Jäger, mach einen Axtschlag. Waldschlag. Du hast nichts anderes, 500 Schaden, okay. Er soll weiter brechen. 2300 Schaden extra, warum? Achso, das ist die Zufallsfähigkeit gewesen, was? Ach, wir haben das hier. Wir haben hier so ein Flammending. Das heißt, wir greifen extra mit Feuer noch zusätzlich an. Na gut, Feuer bringt uns nicht viel. Das hält ihn wahrscheinlich auch noch. So, alles wird gut. Nochmal Glückspfeil, würde ich sagen. Geh auf den linken Glückspfeil. Paff. 1200, 24 Lernpunkte. Passt schon. Ich könnte den einen direkt brechen. Apotheker, mach mal Eiszapfen auf den einen, der jetzt drankommt. Passt schon. Nein, er ist kaputt gegangen. Na komm. Er hat so viel Schaden genommen. Okay, wir haben jetzt hier Feuer verstärkt. Das ist wie bei vom Runenmeister vom ersten Teil. Kann ich hier Bestienwissen den fangen? 100% Chance. Wir nehmen einfach die vollen Punkte rein, ist egal. In was kann ich das Ding umbauen? Ich bin jetzt sehr gespannt. So, 2 Level-Ups, Patizio und Ojette. Damit sind alle über 50, weit über 50. Inventory. So, lass mal kurz schauen. Ne, nicht Inventory, sondern Monster. Feuer, 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 Feuerelement. Das hat versengende Flamme auf alle. Alle, also Feuerschaden auf alle. Element,
Elementssuppe mal 3 würden wir hier kriegen. Ich schließe hier mal. Der wäre vielleicht noch zum Tauschen genauso wie Schreckenschwinger. Also die Waffenfähigkeiten wären bei ihr sehr viel sinnvoller. Sie ist halt einfach kein Magier. Und ich glaube, dass hier die Magiestärke draufzieht. Die wir nicht haben. Mit ihr. Okay, hier nochmal unsere übliche Geschichte. Wir hauen drauf, würde ich sagen. Aber ohne Verstärker. Einfach mit den Zweier drauf. Alles super, alles senkrecht. So, Bestienwissen brauche ich jetzt so in der Form eigentlich nicht. Sie macht einfach den Axtangriff, damit stunnen wir das Chamäleon. Passt, super. Großes Kino. Ich versuche nochmal Tänzerfähigkeiten. Ups, so. Verstärkt natürlich, für die Anmut. 4 Fähigkeiten spielen von der Anmut. Erste Fähigkeit, keine Fähigkeitspunkte für Patizio mehr. Dann ein Stärkeboost auf alle. Dann Business. Oh, die Boostpunkte für alle erschöpft. Und wirkungsloser Tanz. Das war nicht so. Das war gar nicht optimal. Okay, ich kann überhaupt nichts machen, ja? Wir knüppeln hier nochmal drauf. Als nächstes kommen wir sowieso unsere Jägerin dran. Ich hoffe, das reicht, dass sie ohne einen Verstärkungspunkt hat. Sie. Nimm's mit, passt schon. Deftiges Steak könnten wir kriegen. Jupp. So, ich würde das Feuerelement effektiv entfernen. Okay. So, verwirrende Anmut. Können wir nicht machen. Händler, ich könnte Rast spielen. Das ist gut. Erstmal hochheilen, zweitens FPs generieren. Super, passt. Genauso wollte man es haben. Giftiger Hieb. Ohne Verstärker bitte einfach mal runterspielen. Als nächstes spielen wir Frost, würde ich sagen. Gelehrter Frost. So langsam wird die Gruppe auch ein bisschen stärker, aber ich spiele noch falsch. Ich spiele die Fähigkeiten der Charaktere falsch aus. Mit den falschen Nebenklassen und so. Wir provozieren. Mach mal fangen, vielleicht geht's ja. Nö. Das war jetzt auch nichts überraschend. Bei 40% stand die Chance gegen uns. Wir machen weiter Rast auf ihn. Zieh dir das wieder hoch hier. Einmal geht's noch, 50 Punkte drauf, wenn es wieder voll beim nächsten Mal. Nochmal Giftschlag, passt schon. 800 Schaden. Der könnte theoretisch, wenn er es geschickt löst, macht so kann, wieder hier den stunnen. Der bricht nächste Runde weg. Ich möchte ihn jetzt aber nicht umhauen. Der leuchtet schon leicht rot. Wir gehen hier nur mit der Knüppelgeschichte drauf. Und du machst nochmal Rast. Und Oshet will den einfangen extra nochmal. Okay, fangen 100%. Okay, wir nehmen den. Ja. So, die sind nicht schlecht, weil die haben hier auf jeden Fall eine Menge Schaden. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn einsetzen kann. Einmal wahrscheinlich. Der hätte spirituelle Heilung. Große spirituelle Heilung. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann bin ich tatsächlich Maulwurfskönig. Den kann man weggeben. Wobei, der hätte Dolch. Die haben nur Schwert. Gehen wir einen Killer-Chamäleon weg. Passt schon. Prima. Damit haben wir das Ende dieser Folge erreicht, würde ich sagen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Ja, abonnieren drücken, Glocke und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, auch einen Kommentar kannst du gerne unten reinschreiben. Ich bin einfach gerne dabei, ein Herzchen zu vergeben. In dem Sinne, bis dann, euer Mike.